heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein Fraktalpaper erstellen kann. Es ist der vierte Tag der Fraktalwoche und ja, heute zeige ich euch, wie man so ein richtig schönes Bild erstellen kann. Ganz leicht wieder mit GIMP. Als erstes müsst ihr natürlich GIMP öffnen und eine neue Datei. Größe ist euch überlassen. Hier habe ich mal einfach meine Desktop-Größe genommen, 1024 x 768. So, irgendwann mal los. Als erstes wählt der Pinsel und die Pinselspitze. Ja. Hürde für Passi 9. Wählt natürlich eine Farbe und wählt euch auch eine schöne helle Farbe. Dann jetzt wollen wir das komplette alles schön bunt bemalen. Wie gesagt, benutzt nur richtig helle Farben, weil das kommt nämlich schön zur Geltung. Und dann, wenn das dann alles fertig ist, sieht es umso schöner aus. Wie gesagt, nutzt schön helle Farben. Also ja, Neonfarben. So. Und nicht so viel so versucht, Farben nicht doppelt zu nehmen. Falls euch keine Farbe mehr einfällt oder so, könnt ihr ruhig eine Farbe doppelt machen, aber wenn ihr das ganze Bild bemalt habt, nehmt ihr hier das Verschmierwerkzeug und verschmiert das ungefähr so, dass jede Farbe irgendwo mal drin ist. Also mal wieder auch nicht zu sehr verschmieren, weil es soll ja noch ein bisschen bunt bleiben. Ja. So kann man es lassen. So, als nächstes öffnen wir eine neue Ebene. Gehen hier wieder auf Filter, Render und Explore Fraktal. Hier werden wir folgendes bei Farben, bei der Anzahl der Farben wählen. Punktzahl an, also 8192, und bin bei Fraktale zoom mal aus, und das ist hier unten, das sieht ungefähr so aus, und gehe auf OK. So, wenn das dann fertig geworden ist, machen wir eine neue Ebene, also wieder eine neue Ebene. Gehen auf Filter und Fraktal Explorer erneut anzeigen. Hierbei können wir wieder alle Einstellungen lassen und ja, gehen hier einfach wieder auf Fraktale und wählen hier einfach Flower aus. Geht auf OK. Genau. So, als nächstes müssen wir den Ebenenmodus einstellen. Ich würde hier raten, ihr könnt es vielleicht so lassen, aber ich würde raten, dass ihr hier diese leicht lilane farbende Ebene hochschiebt, weil es danach besser aussieht. Naja, machen wir hier erstmal weiter beim Modus. Beim Modus könnt ihr selber einstellen. Ich würde hier aber beim Ebenenmodus raten, bei der obersten Ebene Faser extrahieren. Das müsste dann ungefähr so aussehen. Bei der nächsten Ebene auf Wert. Das müsste dann ungefähr ja, so aussehen. Wie gesagt, es ist euch überlassen. Ich finde es eigentlich ziemlich schrillig. Ihr könnt auch die Ebene
zu lassen. Sieht ebenfalls nicht schlecht aus. Ja, da müsst ihr halt selber mal gucken. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. So, ja, das war eigentlich schon fertig. Ihr braucht das bloß noch speichern. Ich danke noch fürs Zusehen und ja, wenn ihr mit eurem Werk fertig seid, schickt mir noch einfach eine Videoantwort. Ich würde mich freuen. Ja, also ich danke nochmal fürs Zuschauen und ja, tschüss.